So, und hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute kann ich jetzt sagen, ich bin fast mit dem Discord-Server fertig. Also es ist so großteils schon gemacht. Ich muss nur noch, ja, das einteilen mit Clubbesitzer und solche Sachen. Und das muss ich nochmal erkundigen, wie das funktioniert. Aber für diejenigen, die jetzt schon in meinem Club sind, zum Beispiel Tilda, kann gerne schon mal, kann ich den schon mal einladen, die in, wie gesagt, in mein Club sind. Ich erwarte auch, dass, also, ich sag mal jetzt so, also man muss, mich würde es freuen, wenn ihr möglichst aktiv mit dabei sein könnt oder also wie gesagt, die Privatsachen gehen sowieso immer vor und ich möchte, wenn ihr in den Club reingeht wollt, dann bitte auch nur, wenn ihr auch gerne Interesse habt an den Dressur Freizeitclub und nicht irgendwie, weil ich YouTuberin zum Beispiel, habe ich ja schon mal erzählt, dass ich gerne möchte, dass ihr Interesse zeigt und auch wenn ihr Spaß habt. Ihr könnt ja auch gerne in unseren Club schnuppern. Es ist auch okay, wenn ihr sagt, okay, ich bin mir noch nicht sicher, ob es mir gefällt. Ich will gerne mal hineinschnuppern. Das ist auch kein Ding. Dann ist es auch kein Problem. Und ich habe mir auch überlegt, wie euch euer... Es gibt ja immer Anfänger und danach kommt... Nach Anfänger kommt Stallmädchen, Mitschüler, Schüler. Um Mitglied. Ich würde auch sagen, wenn ich euch erhöhe, dann mache ich das so, dass es ein Probezeit wird. Das heißt, Tilda ab der Probezeit gilt aber erst, wenn der Club eröffnet wird. Weil das macht Sinn, weil ja momentan ist es sowieso noch inaktiv, weil ich ja noch nicht weil der Club erst an meinem Geburtstag eröffnen soll. Und ich kann euch mal den Club-Chat schon mal zeigen. Ich habe auch ein Profilbild, aber ich weiß nicht, ob ich den Profilbild so lasse oder ob ich das neu mache. Aber an sich muss ich mal schauen, ob ich da nicht irgendwie bessere Profilbilds bekomme oder editiert bekomme. Und ja, ich zeig euch jetzt mal den Channel für unser Club. Aber wie gesagt, dieser Channel ist nur für Clubmitglieder. Kein anderer kommt in unserem Club rein, wenn er nicht in unserem Club Mitglied ist. Ist egal, ob wir die halt kennen oder nicht kennen. Ich möchte, dass der Club bleibt und wir haben ja, ich habe ja einen Community-Server, wo wir alle miteinander teilen können und schreiben können. Oder wir haben uns ja auch privat. Das ist kein Ding. Da könnt ihr immer privat Sachen alles halt posten und so. Oder was schicken oder so. Aber ich möchte, wenn ihr in Club seid und in Club-Server seid, möchte ich auch, dass das Club bleibt und kommt hier nur rein der Clubmitglied und kein Gast oder sowas. Das habe ich auch schon mal gemacht, aber das ist, nein, nicht mehr. Ich möchte, dass das Club bleibt. Und solange ich jetzt auf Championat warte, ich mache jetzt ein bisschen Championat damit dabei, kann ich euch mal diesen Club, euch mal Discord Club mal zeigen. So grob. So, hier seht ihr den Club, hier sind die Bots und hier bin ich. Ich muss ja noch einteilen, Clubleiter, Mitglied, Schüler, Anfänger und so weiter und das ganze Zeugs. Das kann ich auch wieder entfernen, weil ich hab von was ausprobiert mit dem Musikbot. Es gibt ein Musikbot, also erstmal von oben. Hier kommt der rein, willkommen. Dann wird ihr willkommen. Und dann müsst ihr die Regel bestätigen auf ein Häkchen. Genau, ob ihr das verstanden habt.
und so weiter und so sofort. Und oh. Okay, das hier ist ein bisschen doof, aber naja, ihr könnt das ja lesen. So, Rolling. Rolling heißt, ich habe erstmal nur Alter gemacht. Ich weiß nicht, was ich noch dazu machen soll. Nur bitte über Emote bestätigen. Also, wenn ihr von 9 bis 13 macht ihr ein Herz-Emote. Wenn ihr so 14, zwischen 14 und 17 seid, macht den Keks. Wenn ihr zwischen 18 und 20 macht ihr dieses Pferde. Ein Racehorse-Pferd da. Und wenn ihr 21 bis 30 seid, dann macht ihr diesen Kleeblatt. Erstmal. Ich habe erstmal nur das Alter gemacht. Ich weiß nicht, ob ich noch mehr mache. Und hier werde ich da bitten, registrieren. Es ist Ohnname und Spitzname. Also wie ihr euer Spitzname seid, dann kann ich euch immer, wenn ihr immer so euch den Namen umändern, ja, es ist Ohnname und Spitzname, damit wir halt das einfacher ist für uns alle. So, dann haben wir Info. Info habe ich erst nur so gemacht. Es ist nur reines Info. Aber es wird, denke ich mal, noch mehr kommen, je nachdem, wenn ich mal irgendwann Mitglieder habe oder Clubleiterin und Reitlehrer, die halt auch länger, was sag ich mal, länger Club haben, dass ich austausche und dann können die mir dabei helfen, wenn die damit auskennen. Aber erstmal mal nur reines Info, das ist, und dann hier Allgemein-Chat, hier ist es halt nur allgemein, also wenn wir kein CT haben, könnt ihr halt schreiben oder talken oder privat Bilder und Videos austauschen, also das ist nur für privat, aber ich mache auch für Dressur einen, für den Club Videos, also Dressur-Videos und solche Sachen, wenn wir CT haben, mache ich auch extra noch, denke ich mal, dass es hier dass ich hier irgendwie noch so extra Bilder mache für Clubbilder und solche Sachen. Und hier sind, kommen die Dressurfiguren, also ich zeichne die und ich werde das einfach anpinnen und halt verlinken und ihr könnt es nur anschauen. Also ich werde das so machen, dass ihr da nicht in die Nachricht reinschreiben könnt, sondern nur angucken könnt und euch merken könnt. Hier könnt ihr Dressurideen reinschreiben oder reinposten, reinschreiben eher lieber. Und so, wir machen ja auch noch, ich werde auch noch Filmabend machen, so Filmabend, wo wir als Clubmitglieder hier Filmabend machen können, wenn wir mal keinen Bock haben auf Dressur oder sonst irgendwas. Und dann hier Dressur-Talk, das ist nur, wenn wir Dressur machen, den Talk. Die Clubbeschreibung ist einmal privat, das ist halt nur für Clubleiterinnen und Reitlehrer und halt Clubbesitzer, also wenn wir eine Besprechung haben, zum Beispiel, so, ja, was machen wir jetzt zum Beispiel an den Club, ja, und, ja, ich muss ja schnell Jumpy machen, dafür das hier, ich glaube, ich habe es richtig, ja, so. Ich muss eben Jumpy machen. Ich zeige es euch gleich noch weiter. Und dann haben wir Musikbox. Und dann haben wir einmal eine Clubbesprechung für alle. Also das heißt, wenn wir irgendwann eine Clubbesprechung machen, weil wenn wir jemanden haben, der halt kein nicht nach Silverglade kommen kann wegen Clubbesprechung, dann machen wir einfach irgendwo hier im Morland und dann machen wir, habe ich extra einen Call gemacht, wo wir alle dann alle Mitglieder besprechen können. Und dann können wir halt reden, ja, Feedback zum Beispiel könnt ihr geben, Kritik könnt ihr ausgeben, was wir besser machen können. Und welche, ihr könnt ja auch natürlich, was ich noch rein machen möchte, ist noch Ideen, CT-Ideen. Also eure Ideen, was ihr gerne in CTs machen möchtet. Dann würde ich jetzt sagen, wenn ihr halt Ideen habt, was zum Beispiel, wenn ihr auch Clubs wart überall und ihr habt so Spiele gemacht oder so, was wir noch nicht kennen, würde ich sehr dankbar sein, wenn ihr das vielleicht, mal erzählt und so und das mal vorführt und so und versucht uns halt zu erklären, wie das Spiel funktioniert und so, dass halt was Neues ist und solche Sachen und dann darf diejenigen auch, darf diejenige auch erklären, was das ist. Und ich werde in den Talk noch Push-a-Talk reinmachen. Das heißt,
dass wir dann nur, wenn wir Dressur haben, mit Push or Talk reden. Das heißt, dann habt ihr eine Taste. Ihr müsst ja eine Taste legen, irgendwo irgendeine Taste, was frei ist, was ihr nicht benutzt so oft, am besten. Und dann, wenn ihr dann Fragen habt, dass ihr kurz auf den Push or Talk klickt und sagt, was ihr sagen könnt. Weil man weiß halt nie, was es im Hintergrund Geräusche voneinander ist oder und solche Sachen. Deswegen, wenn ich mal Push or Talk machen, sei denn, also außer halt halt die Reitlehrer, die halt unterrichten. Oder zum Beispiel, ich bin jetzt erstmal der Reitlehrer. Zum Beispiel, ich kümmere mich ja darum auch, dass ihr halt Dressurfiguren macht. Aber wenn wir jetzt halt jemanden haben, der Ahnung von Reitlehrer haben, Und noch was, ich kann euch noch was sagen, für die eine, die jetzt im Clubmitglied mit drin ist. Ich habe nämlich eine Nachricht von Nana's Treebag bekommen. Und zwar, die Hey Zelda, suchst du gerade zufällig eine nette, aktiven Team? Ein Team, das heißt kein Club, sondern ein Team. Das heißt, wir sind Team zusammen. Dann lass mir dir doch einen Isla Nani Tracing, also Dressur, näher bringen. Um uns beizubringen, musst du deinen Club wahrscheinlich nicht verlassen. Also wir müssen unseren Club nicht verlassen. Also das würde ich auch, hätte ich auch nicht gemacht. Ne? Wir sind eine aktive und humorvolles Dressur- und Freizeitteam. Auf Server 17. Unser TP ist der neue Isländer. Also wir müssen einen neuen Isländer haben. Das heißt, ich muss mir also habt ihr Interesse an den Club hier? Also bei mir ist das Problem der Dienstag ist das Treffen, Donnerstag, Samstag. Von 18 bis 19 Uhr. Wir könnten ja so machen, dass wir einmal die Woche wir selber Dressur haben. Und dann die Woche so dann bei denen. Hättet ihr so Interesse für die bei mir im Club jetzt sind? Also halt Tilda jetzt. Aber Tilda ist halt kein Starreiter, ne? Das ist auch das Problem, ne? Das ist ein bisschen blöd. Aber hättet ihr trotzdem, ich freue mich auf dein FA dort, LG. Also mal, wie heißt sie denn? Hat sie das geschrieben? Lexni. Ach so. Ah. Okay, das ist ihr Discord Name. Okay. Ich habe ihr schon geschrieben. Über SSO Chat, aber ich werde mit ihr über Discord ein bisschen darüber sprechen, wie wir das machen, weil ich habe auch noch einen anderen Account. Bis jetzt haben wir noch Pause, aber wenn wir Pause rum haben, haben wir wieder CT und deswegen muss ich mal schauen. Dienstag ist für mich kein Problem, weil Dienstag halt, warte mal, ich muss ja noch, hier muss ich noch was ändern. Ich wollte ja das hier um 18 Uhr machen, ja. 18 Uhr, weil Tilda nur 8 von 18 Uhr kann, aber ich kann davon da nicht um 18 Uhr machen. Oder sollen wir da auch 18 Uhr machen? Komm, wir probieren das hier aus. Ich habe sowieso noch Pause. Da machen wir, solange ich Pause habe, auf meinen anderen Kanal, machen wir da 18 Uhr draus. Von 18 Uhr bis 19 Uhr machen wir dann CT. 18 bis 19 Uhr. Und dann lass mir überlegen, ja, Dienstag können wir sagen, okay, Dienstag mache ich noch nicht. Ich muss erstmal mit den Leuten da besprechen. Und vielleicht darf ich auch halt Videos machen von denen, unserem Team. Also, aber wie gesagt, von dem CT Discord Club kommt nur die Club rein. Nur wir. Also die hier in Sky Ghost sind. Kommen auch in Sky Ghost. Es kommt kein anderer, der an anderen Club ist oder gar keinen Club hat, nicht herein.
wir haben extra, wir können extra einen Channel machen, wo halt auch andere mit rein können, aber das wäre einfach zu viel, finde ich. Deswegen würde ich sagen, hier kommen nur die Clubs rein, wie gesagt, nochmal zu, ja, ich wiederhole es sehr gerne, aber ich möchte es auch sicher gehen, dass ihr das versteht und dass ihr auch, ja, das auch, genau. Ich habe auch so eingestellt, dass man nicht die Links verteilt, aber ich hoffe, ich habe es richtig eingestellt, zur Not muss ich es wieder umstellen, aber ich wünsche euch noch einen wunderschönen Donnerstag, morgen ist Freitag. Also alle, die jetzt bei mir in den Clubs, am besten alle, die bei mir in den Clubs sein wollen, schreibt am besten in SSO einen Brief und dann, wenn ich dann halt, dann kann ich immer überlegen, wann ich dann auf dem dann streame. Wenn ich auf dem streame, dann werde ich dann diejenigen, die auf meinem Server sind und auch Server-Sitze sind und auch in meinen Club wollen, gerne reinkommen. Also der Club-Server, der Club befindet sich auf Server 17, der wird auch auf 17 bleiben. Privat wechsle ich mal zwischendurch die Server, wenn ich jemanden besuche, aber im Stream und im CT ist es Server 17. Und ich hoffe, ihr freut euch auf dem CT und ich hoffe auch, ihr freut auch die Eröffnung. Am 19.07. und ich werde euch nochmal darauf hinweisen. Also wir haben bis jetzt nur ein Mitglied, aber wir werden noch mehr haben, wenn wir regelmäßig Videos machen und CTs machen. Und dass wir aktiver sind. Also dann wünsche ich euch noch was und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.